Grundsätzlich gibt es verschiedene Formen einer Inkontinenz. Die zwei am häufigsten auftretenden Formen ist zum einen die sogenannte Belastungsinkontinenz, also ein Urinverlust, der unter körperlicher Belastung auftritt. Die zweite Form sind Drangbeschwerden, die sich mit und ohne Inkontinenz äußern können. Und es gibt natürlich auch Mischformen aus diesen beiden genannten großen Gruppen. Ursachen für eine Inkontinenz, egal welcher Form, also wir halten uns jetzt an die beiden größeren, sprich an die Belastungs- und die Dranginkontinenz, können unterschiedlich sein. Zum einen können es anatomische Veränderungen im Bereich des Beckenbodens sein, die ausschlaggebend sind, also ganz einfach eine Senkung, die im Laufe des Lebens auftreten kann, insbesondere nach Geburten. Es können aber eben auch einfach Alterserscheinungen der Blase oder des Beckenbodens sein, die zum Beispiel eine Drangsymptomatik hervorrufen können und die sich dann zusätzlich in einer Inkontinenz äußert. Es gibt darüber hinaus aber auch Veränderungen in der Blase selbst, zum Beispiel eine spezielle Art von Entzündung oder eben auch tumoröse Erkrankungen, die als Symptom, also als Ausdruck dessen, dass diese Erkrankung vorhanden ist, eine Inkontinenz zeigen. Die Behandlung einer Inkontinenz orientiert sich grundsätzlich an deren Ursache. Das heißt also, bei Veränderungen des Beckenbodens, bei anatomischen Veränderungen, gilt es, diese zu korrigieren. Das kann sein, dass man mit kleinen operativen Maßnahmen einen Erfolg erzielt. Es kann aber auch sein, dass es größere Eingriffe am Beckenboden bedeutet. Insbesondere bei Drangbeschwerden gilt es auch, die Ursache in der Form zu erfassen, dass man herausfindet, sind es Beschwerden, die zum Beispiel mit einer anatomischen Veränderung des Beckenbodens korrelieren oder die ganz unabhängig davon auftreten, eben in Form oder als Ausdruck einer alternden Blase.